Oh Gott, es geht schon los, Daniel. Na? Geil. Hallo und herzlich willkommen zum Phoenix White Ace Attorney. Nun ist es Hallo. soweit. Die Stunde der Wahrheit. Heute wird manches endlich geklärt werden. Sehr viele Dinge. Was soll das? Entschuldige, Nick. Ich habe nur deine Schulter berührt. Noch der Schock von meiner Bekanntschaft mit dem Elektroschocker gestern. Schock. Elektroschocker. Wie dem auch sei, heute ist der letzte Verhandlungstag. Viel Glück, Nick. Nick. Ja, danke, Nick. Maya. Nick. Maya. Nick. Maya. Nick. Maya. Nick. Er trifft sie wie immer niedergeschlagen. Hoffentlich nimmt ihn von Karma nicht zu hart ran. Oh! Was tun Sie da? Entschuldigung, tut mir leid. Ich wollte Sie nur zur Aufmunterung auf den Rücken klopfen. Maya, du solltest dich vielleicht besser draußen entladen. Ja, gute Idee. Versuche niemandem auf dem Weg einen elektrischen Schlag zu bekommen. Boah, Junge! Verrückte Mongo. Oh, das war er. Ja. Was ist nur in dieses Mädchen gefahren? Inspektor Gumshoe. Morgen, Herr Edgeworth. Guten Morgen. Ah, wie lief's, Inspektor? Keine Angst, wie versprochen habe ich unseren ausgerissenen Bootsverleiher eingefangen. Habe ihn gerade reingebracht, hat mich die ganze Nacht gekostet, Junge. Danke, Inspektor Gumshoe. Sie sind bestimmt müde. Nach dem Schock, den ich auf dem Weg hierher bekam, fühle ich mich richtig frisch. Yogi sagt, er hat seinen eigenen Namen vergessen. Aber das muss eine Lüge sein. Warum sollte er sich an Edgeworth rächen wollen, wenn er sich nicht erinnern kann? Erinnert sich. Und ich werde es beweisen. Okay. 28. Dezember, richtig. Ja? Okay, ich drücke hier kurz mal drauf. Warte. Ja, Richter macht dann so. Jo, geil, Gericht und so, Miles Edgeworth. Gut, perfekt. Wenn Phoenix recht haben sollte und Jenny Yogi alles weiß, dann hat er sich wahrscheinlich. Dann hat er sich für 15 Jahre dumm gestellt. Ja. Für 15 fucking Jahre. Nur um sich zu rächen, das wäre schon krass brutal. Richtig. Holy shit. Okay. Die Verteidigung ist bereit, Euer, so wie immer eigentlich. Die Anklage ist bereit. Gut, sehr gut. Heute ist der letzte Tag dieses Prozesses. Ich fordere die Anklage auf maßgebliche Beweise vorzulegen. Verstanden. Kommen Sie, erstarren Sie nicht bei jedem seiner Worte in ehrfürchtigem Schweigen. Nun gut, Herr von Karma, Ihr Eröffnungsplädoyer, ich wollte schon Herr Edgeworth sagen. Richtig. Mein Name ist Miles. Ach nee, Moment, ich bin ja Karma. Manfred Karma, Sie Vollidiot. Manfred Danke, von Inspektor. Karma. Entschuldigung. Er ist übrigens Deutscher. Entschuldigung, Stimme in meinem Kopf. Dank Inspektor Gumshoe wurde der Bootsverleiher festgenommen. Am gestrigen Verhandlungstag behauptete die Verteidigung, er sei der Mörder. Dies muss er allerdings noch selbst bestätigen. Ich bitte die Verteidigung, ihn hierzu ins Kreuzhör zu nehmen. Sehr gut. Bringen Sie den Zeugen in den Gerichtssaal. Oh ja, yeah. Hey Jenny. Sehr geehrte Damen und Herren des Gerichts. Ich glaube, Sie alle erinnern sich an unseren Zeugen. Er wohnt im Bootsverleih am See. Von dort aus beobachtete er den Vorfall. Außerdem verlor er vor kurzem seine Erinnerungen, seinen Namen und seine Identität. Vor kurzem ist gut. Zeuge, warum sind Sie gestern weggelaufen? Der Zeuge wollte nicht weglaufen, wie er jetzt aussagen wird. Oh. Okay. Ja, für Aussage. Weißt du, er kommt mir voll so vor, als ob er richtig gekifft hätte. Jedes Mal. es tut mir furchtbar leid, dass ich gestern einfach ging. Aber ich bin nicht weggelaufen oder so ähnlich.
Ich ging Essen für Polly einkaufen, verstehen Sie? Ich ging davon aus, dass ich mit dem Vorfall sowieso nichts zu tun hatte. Mit dem Vorfall nichts zu tun haben? Hm. Okay. Ich meine, ich bräuchte ja ein Motiv, richtig? Und ich hab keins. Haben wir nicht einen Zettel? Ach nee, stimmt, von Karma hat ihn uns geklaut. Ah! Ja, weil wir Idioten ihm den gezeigt haben. Deshalb bleibt meine Aussage von gestern bestehen. Wie sachlich er das gerade gesagt hat. Ja. Nun gut. Lassen Sie uns mit einem Kreuzfeuer beginnen, ja? Er muss seinen Namen nennen. Erkennen. Jenny Yogi. Sie sind Jenny Yogi. Ich werde es beweisen, Biatsch. Arschloch. Nein, ich mag den eigentlich total. Also. Ja? Okay, nee. Ich sag besser nichts dazu, sonst hätte ich gespoilert. Also, ja, okay. Also, bevor ich verlor, dass ich gestern einfach ging. Aber ich bin nicht weggelaufen oder so ähnlich. Ich ging Essen für Polly einkaufen. Ja, okay. Moment mal. Was für Futter haben sie gekauft? Essen. Nur Polly ist ein kleiner Gourmet, verstehen Sie? Sie frisst nur dieses hochwertige Vogelfutter aus Frankreich. Was gibt es nur an der großen Tierhandlung in der Innenstadt? Aber sie wurden erst heute Morgen festgenommen. Warum sind sie nicht zu ihrer Hütte zurückgekehrt? Nun. Ich habe mich etwas verlaufen, verstehen Sie? Der Zeuge hat manchmal Schwierigkeiten, sich an Dinge zu erinnern. Als die Polizei ihn festnahm, war er auf dem Weg zurück zur Hütte. Ja, genau. Netter Versuch von Karma. Keiner wird dir das glauben. Ja! Er hatte sich also verlaufen. Bitte, Herrn, kommen Sie zur Vernunft. Ja, ist doch genau so sein. Er würde sich doch auch verlaufen. Natürlich. Ging davon aus, dass ich sowieso nichts mit dem Vorfall zu tun habe. Moment mal. Sie haben einen Großteil Ihrer Erinnerung verloren, richtig? Jupp, anscheinend. Woher wussten Sie dann, dass Sie mit diesem Vorfall nichts zu tun hatten? Oder sind das etwa Lügen mit der verlorenen Erinnerung? Sie wissen genau, wer sie sind. Der Zeuge hat klar ausgesagt, dass er sich nicht erinnert, wer er ist. Wenn sie behaupten, er lügt, müssen sie es dem Gericht beweisen. Wie soll ich nur beweisen, was im Kopf dieses alten Knackers vorgeht? Das ist unmöglich. Gut, dass Sie zur Vernunft gekommen sind, Herr Wright. Nun gut, Zeuge, fahren Sie bitte fort. Amen, weißt du. Ich meine, ich bräuchte ja ein Motiv, richtig, und ich habe keins. Ging daran, dass ich sowieso nichts mit dem Vorfall zu tun hatte. Was hatten wir denn jetzt nochmal alles? Etwa eine Meter entfernt. Okay, wir haben hier den Umgebungsplan, der bringt uns nichts. Ein Foto vom See. Wir haben Polly. Ja. Aber die. Das halt höchstens. Aber ja, aber wir müssen erst eine Verbindung zu dem Fall DL6 herstellen und das ist ein bisschen schwierig. So. Wie können Sie behaupten, Sie hätten kein Motiv? Ich sage, Sie haben eins. Sie hegten einen Groll gegen Edgeworth und das Opfer Robert Hammond. Deshalb haben Sie sich an ihn gerecht, nicht wahr? Zwingen Sie mich nicht, mich zu wiederholen, Herr Wright. Der Zeuge hat keine Erinnerung an Dinge, die länger als ein paar Jahre zurückliegen. Er kann keinen Groll hegen, das ist unmöglich. Ich muss beweisen, dass er bezüglich seiner Erinnerungen lügt. Ansonsten wird es immer das Gleiche sein, bis zum Ende des Prozesses. Darf ich etwas sagen, Herr Wright? Ja. Ja, Herrn. Sie haben jetzt immer wieder das Gleiche gesagt. Sie haben seine Erinnerung oder das Fehlen dieser in Frage gestellt. Hat das wirklich etwas mit dem vorliegenden Fall zu tun? Natürlich, euer Ehren. Der Zeuge sagte, er habe nichts mit dem Fall zu tun und kein Motiv. Beide Aussagen sind gelogen. Da steht er. Einfach so. Ruhe! Alright, es gibt einen großen Haken bei Ihrer Behauptung. Oder wollen Sie sagen? Wollen Sie sagen, dass Sie wissen, wer dieser Zeuge ist? Natürlich, euer Ehren.
Nun, das ist interessant. Ich würde es gerne selbst wissen. Nun, wer ist der? Okay. Stellen Sie sich nicht dumm von Karma. Ich habe einen Schnupfen. Genau. Right, bitte sagen Sie den Namen des Zeugen. Jenny Shidi. Sein Name ist Jenny Yogi, ein ehemaliger Gerichtsdiener. Yogi? Der Name sagt mir was. Der hat schon zu meiner Zeit hier im Gericht gearbeitet. Oh. Jenny Yogi vom Fall DL6. Ich dachte mir, dass der Richter davon gehört hat. Es war ein berühmter Fall. Aber was bedeutet das? Euer Herren, wenn dieser Mann Herr Yogi ist, hat er ein eindeutiges Motiv. Zeigefinger. Wieder voreilige Scheiße, right? Dieser Mann, der Zeuge ist Jenny Yogi? Faszinierend. Wie dem auch sei. Wie wollen Sie das dem Gericht beweisen? Mit Beweise? Dies ist ein Gericht. Wie Sie wissen, wir brauchen Beweise. Guck mal, ich hab hier welche. Eins davon wird schon richtig sein. Das ist so nach dem Motto, kann man vorgehen. Und ich darf mich nochmal wiederholen. Der Zeuge hat sein Gedächtnis verloren. Wo haben Sie den Elektroschocker von gestern eigentlich? Was ist das? Er muss sie mal fragen, wo er den Elektroschocker... Wenn ich hier und jetzt nicht beweisen kann, dass er Yogi ist, dann war's das. Nick! Was? Wie willst du es beweisen? Wie kannst du beweisen, dass er hier ein Yogi ist? Deiner verfickten... tut mir leid. Beruhige dich, es ist eigentlich ganz einfach. Das sage ich nur so. Euer Herrn. Nehmen Sie bitte die Fingerabdrücke dieses Mannes. Dann können wir sie mit denen von Jenny Yogi vor 15 Jahren aus den Akten vergleichen. Die hat... Ja, aber die hat ja Manfred. Von Karma. Aber der Richter darf da rein gucken. Also es geht schon. Verstehe, das klingt sinnvoll. Das tut mir wirklich furchtbar leid, Herr Wright. Jetzt kommt's. Warum? Der Zeuge hat keine Fingerabdrücke. Was? Was? Keine Fingerabdrücke? Hey, sehen Sie, bevor ich als Busfahrer arbeitete, war ich in einer Chemiefabrik. Ich verbrannte mir die Finger mit dem Zeug. Jupp. Was? Jui, so schock. Sie verbrannten ihre Fingerabdrücke selbst, um ihre Vergangenheit zu verstecken. Mann, dieser Typ ist echt krank. Der Typ ist verdammt krank. Er hat sich wirklich seine Fingerabdrücke weggebrannt, weggeätzt. Und damit sind die... Oh Gott, ey. Der, wow. Er hat einen fucking Mord 15 Jahre geplant, was... Ja. Wenn der Zeuge keine Fingerabdrücke hat, denke ich, können wir seine Identität nicht beweisen. Nein. Nun, was werden Sie tun, Herr Wright? Wie es aussieht, ist der Fall entschieden, nicht? Nein. Ich weiß, was passiert ist. Ich weiß alles. Ich kann es nur nicht beweisen, Mann. Weil du Arsch! Du hast mir alles weggenommen. Ja, aber nein, ich kann es so nicht enden lassen. Ich kann nicht verlieren. Es muss einen anderen Weg geben. Niemand kann bezeugen, wer dieser Zeuge ist. Niemand! Nick, was sollen wir tun? Ich hätte nie gedacht, dass er seine Fingerabdrücke auslöst. Was mache ich bloß? Nun, Herr Wright. Vielleicht wollen Sie zur allgemeinen Belustigung den Papagei feuern, ne? Ja, ja, sehr lustig. Sie sind ein schlechter Gewinner von Karma. Moment mal. Das wäre voll cool. Den Papagei verhören? Was ist, Nick? Nein, du wirst nicht! Oh, da! Euer Ehren? Die Verteidigung möchte gerne auf von Karmas Vorschlag eingehen. Auf den Vorschlag eingehen? Auf meinen Vorschlag? Richtig. Ich würde Papagei des Zeugen gerne ins Kreuz feuern. Ja, das ist auf jeden Fall realistisch.
Nun, was denken Sie von Gamma? Müssen Sie wirklich fragen? Das ist ein Farce. Ich erhebe Einspruch. Einspruch, nö. Warten Sie. Der Vorschlag, den Papagei zu verhören, kam von Ihnen, von Karma. Ich habe ein Recht zu tun, was Sie vorgeschlagen haben. Nun, wenn Sie so verzweifelt sind, tun Sie's. Ah. Wenn Sie es aber tun und nichts dabei herauskommt, sind Sie hoffentlich bereit, die Konsequenzen zu tragen. Nick, das ist verrückt! Aha. Nun, wollen Sie Ihr Spielchen immer noch spielen? Ja. Bringen Sie den Papagei in den Zeugenstand. So, boah. Beste Aussage im ganzen Spiel. Ich werde ihn ins Kreuz vernehmen. Das ist so lächerlich, dass es funktionieren kann. Das ist das Lächerlichste, das ich hier gehört habe. Oh ja, von Karma hat jede Zeugenaussage, jedes Beweismittel manipuliert. Außerdem Papagei. Er ist meine letzte Chance. Zumindest glaube ich das. Grüß Sie, bringen Sie den Papagei! Sie haben den auch vor Ort, oder was? Natürlich. Mit diesem Scheißding, wo er immer drauf hockt. Ich glaube, der hat ihn da dran festgeklebt, oder? Welch schöner Vogel! Wow, wie heißt du? Name! Fick dich. Der Zeuge ignoriert mich. Der Zeuge. Es tut schon weh, von einem Vogel ignoriert zu werden. Nun gut, Zeuge. Wer ist dein Besitzer? Sage bitte für uns aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer ist dein Besitzer? Hallo, hallo. Einspruch. Sehr eloquent. Das ist wirklich die kürzeste Aussage, die wir bisher gehört haben. Nun gut, fangen Sie mit dem Kreuzfeuer an. Gut. Was willst du tun, Nick? Ich weiß nicht. Was sollen wir machen, Maya? Na, da ist der. Hallo, Polly. Sie, hallo, Polly. Hallo, hallo. Moment mal! Zeuge, du kannst nicht einfach nur Hallo sagen und denken, dass das genug ist. Ich möchte eine Aussage. Maya, red du mit ihm. Gut, was soll ich sagen? Vielleicht sollen wir erstmal den Namen herausfinden oder sollen wir haben was vergessen haben. Tresorkombination können wir jetzt nichts mehr mit anfangen. Ja, eben. Ich nehme eben, haben wir was vergessen. Ich will gleich zum Punkt kommen. Erinnere dich, vorgestern. Polly, haben wir was vergessen? Ah, vergiss nicht die L6, ja? Geil. Wenn ich Polly dazu bringe, das hier zu sagen, es würde beweisen, dass der Bootsfaller etwas mit DL6 zu tun hat. Polly, haben wir etwas vergessen? Hallo. Das ist nicht das, was du sagen sollst. Vergessen. Etwas, das wir vergessen haben. Hallo. Oh, das funktioniert nicht, Nick. Sie will es nicht sagen. Das ist lächerlich. Warum will sie es nicht sagen? Probleme, Herr Wright. Moment. Damit hat von Karma doch nicht etwa gerechnet. Kann den Papagei doch nicht umtrainiert haben, oder doch? Hat er ihm beigebracht, nicht zu antworten, wenn man fragt, ob wir was vergessen haben? Beste Aussage, aber es sagt einfach gar nicht. Moment mal. Zeugin, du bist hier, um zu reden. Du musst mit mir reden. Ganz ehrlich, ich kann's nicht glauben, dass sie mit dem Papagei sprechen. Nun, wir sollten versuchen, einige Informationen aus ihm rauszubekommen. Wir müssen dem Richter zeigen, dass der Besitzer Herr Yogi ist. Warte mal, wir können ihm ja nicht irgendwas präsentieren. Sorry, du kannst nicht einfach nur Hallo sagen, also. Ja, aber das ist doch schon. Ach, Mann, ey. Ja, wir können aber jetzt mit Polly und so. Wenn du Tresor kombinierst. Ja, wie heißt du? Wie heißt du? Sollte ich ihn vielleicht dazu bringen, seinen Namen zu sagen? P-
Polly, Polly, wie heißt du? Polly, Polly, ha? Polly needs a cracker. Alright, da hören Sie auf, Nirvana zu singen. Ich glaube, wir wissen schon, dass der Papagei Polly heißt. Hat das etwas mit der Identität des Besitzers zu tun? Guck mal. Das haben wir noch nicht gelesen, aber... hier. Justiz werden eingeschlossen, bla bla bla. Hier, nach Arrest beging Verlobte Polly Jenkins Selbstmord. Ach so. Hab ich ganz vergessen übrigens, aber da... Ja, danke, gut zu wissen, das wusste ich nämlich nicht. Hab ich ganz vergessen. Wir sollten die vielleicht auch die Beweise durchlesen. Ah, weiß ja nicht. Okay, dann warte, dann machen wir das noch kurz mit der Kugel hier. Ja, sechs Kugel aus Gregory Atros, ja, zwei ist noch eine motivische ballastische Spuren auf, okay. Ja, also ich meine, in der Regel sind die Beweise ja nicht so ausführlich wie das, ja, der die Gerichte sagt. Okay, aber natürlich. Faszinierend. Sie behaupten, der Name des Papageis wird die Identität des Besitzers verraten? Ja. Dann liefern sie uns diesen Beweis. Okay. Nick, glaubst du nicht, dass das ein... Wir sind nicht hier, um die Frage zu beantworten, wer der Bootsverleiher ist. Wir sind hier, um zu beweisen, dass er Yeni Yogi ist. Wir müssen eigentlich nur den Namen Polly mit Yugi in Verbindung bringen. Euer Beweis, dass der Name des Papageis die Identität des Bootsverleihers verrät, ist... Nein, nicht das Foto. Nein, das. Die DL6-Akte! Das ist wirklich eine große Akte, die Sie da haben. Auf welcher Seite ist denn der Beweis? Seite Nummer 3. Zeigen Sie uns doch, oder hören Sie auf, unsere Zeit zu verschwenden. Ich gucke nochmal kurz nach. Also hier haben wir Fall zusammen, Infos über das Opfer, Infos über den Verdächtigen. Okay. Yeah. Gut. Okay, right. Nun zeigen Sie uns die Seite. Und der Akte ist die Information mit dem Namen des Papageis zu tun. Ja, bla bla bla. Daten über den Verdächtigen. Ja. Es ist auf der Seite Daten über den Verdächtigen, wie auch Seite 3 genannt. Auf dieser Seite steht alles über Yeni Yogi. Kurz nachdem er festgenommen wurde, beging seine Verlobte Selbstmord. Verstehen Sie? Ja. Das ist tragisch, aber ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Wie lautete der Name seiner Verlobten? Polly Jenkins. Genau, Sie sind schlau. Denke ich zumindest manchmal. Erinnerte sich an den Namen seiner Verlobten, die Selbstmord begangen hatte. Deshalb gab er dem Papagei ihren Namen. Ich verstehe, das könnte stimmen. Naja, eigentlich ist ein... In Amerika Polly? Oder generell Polly eigentlich ein sehr beliebter Name für Papageien. Okay. Nein! Bah! Nur ein... Dieses Bah! Nur ein Zufall, das ist alles. Bah! Ich bin ein Schaf. Bah. Oh Gott. Meine Enkelin hat einen Hund, der Phoenix heißt. Du hast keine Enkelin. Von Karma. Ah, okay. 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 Ja, ist klar. Ist klar. Ja. Ich glaube, ich werde, wenn wir den zweiten Teil von Phoenix Wright machen, Justice for All, dann wirst du erkennen, warum diese Aussage grundlegend falsch sein muss. Und ist nicht richtig. Fick dich, von Karma. Ja, er lügt ja trotzdem vor Gericht, um seinen Scheiß zu Also, okay. Nun, Herr Phoenix Wright, sind Sie deshalb gleich der Verlobte meiner Enkelin? Never. Sie ist erst 7. Sie kleidet den Fehler, Schwingel, Schwangel, Schwungel. Wenn dem so ist, dann... Also ich stecke nicht. Okay, Daniel, erinnere mich... Meine Enkelin. Oh. Daniel, erinnere mich daran. Erinnere mich daran, dass von Karma das gesagt hat. Ich will mich daran erinnern. Okay. Tatsächlich. Es ist jedoch ein zu schwacher Beweis für einen Mordfall. Wir bräuchten weitere Beweise, die dies bestätigen. Wo kann ich die nur finden? Vielleicht in meiner Wohnung. Nick, wir sind nah dran! Echt? Noch einen! Wenn wir noch einen Beweis finden! Ich weiß. Ja, verfolgen. Zurück. Was haben wir sonst? Vielleicht hallo, Nick. Das ist die Tresornummer, was auch immer. Wahrscheinlich, vielleicht hilft's, wenn wir hier irgendwas, wenn wir irgendwas präsentieren. Naja, fragst du erstmal nach der Tresorkommando. Ja, also.
Vielleicht kriege ich ihn dazu, die Tresorkombination zu sagen. Hä? Der Tresor? Warum? Also einfach nur irgendwas sagen, okay? Polly, wie lautet die Tresorkombination in der Hütte? 1, 2, 2, 8, 1, 2, 2, 8. Oh je, was für ein sorgloser Papagei. Nun, Aroy, Sie behaupten doch nicht etwa, diese Nummer habe etwas mit dem Bootsverleiher zu tun. Eigentlich schon. Lass mich raten, hier steht irgendwie nochmal was drin. 28.12. Oh, du Scheiße. Oh Mann, ey. Okay, falls Zusammenfassung. Gut zu wissen. Das Datum. Eigentlich schon. Doch, eigentlich schon. Deshalb habe ich danach gefragt. Natürlich tue ich nur so. Lächerlich. Wie kann uns die Kombination eines Tresors sagen, wer der Bootsverleiher ist? Zeigen Sie uns Ihren Beweis. Was verbindet die wirkliche Identität des Bootsverleihers mit dieser Zahl? Die DL6-Akte schon wieder? Ja. Warum sind Sie so besessen von diesem Fall, hä? Ja, was damit zu tun hat. Alright! Ohne der Akte befindet sich eine Verbindung zu der Fallübersicht. Mhm. 28 Dezember, ja. Das ist der heutige Benadung, 15 Jahre später. Und die Zahl des Tresors ist 1228. Ah, jetzt kommt schon richtig, ja, du kommst selber zu einer Leine. Das ist das Datum des Falls DL6 als Zahl für seinen Tresor, euer. Das zeigt, wie wichtig dieses Datum für ihn war. Ich verstehe, das ist wirklich ein interessanter Zufall. Viele Leute haben ein Datum als Geheimzahl. Oh Gott. Bah! Bah! Das ist kein handfester Beweis. Für meine Kreditkarte habe ich 0001 gewählt. Denn ich bin die Nummer 1. Jetzt müssten wir nur seine Kreditkarte klauen und schon können wir für ihn einkaufen. Ja. Wahrscheinlich wow. Ist es eh gelogen. Ja, wahrscheinlich. Das hat nichts mit einem Datum zu tun, überhaupt nichts. Das reicht. Ich denke, wir sind hier zu einem Schluss gekommen. Es ist reiner Zufall, das ist alles. Echt? Echt? Wow. Irgendwie, was ist denn jetzt wieder FPS-Zahl singt immer. Ah, okay. Ja, ist eine Möglichkeit. Jedoch zwei Zufälle gleichzeitig sehen mir eher nach einem Schema aus. Was sagen Sie da? Kann auch sein, dass es ein bisschen zu heiß hier drin ist, egal. Umsehen, Bootsverleiher, sofort herein! Sofort! Da fängt er. Zeuge! Wie senkt die Aufnahme? Oh, jetzt nicht mehr. Oh. Nennen Sie uns Ihren Namen. Moment! Dieser Zeuge, er kann sich nicht erinnern. Nein, ist schon gut. Du musst jetzt etwas seriöser reden. Oh. Nein. Nein, ist schon gut. Ja, das passt. Warte kurz. Pff, ja, ist klar. Ich habe erreicht, was ich wollte. Es ist genug. Nick, das sieht ganz anders aus. Das ist der echte Yogi, denke ich. Das ist der echte Yogi, denke ich. Oh. Endlich. Genau. Er hat sich schwachsinnig gestellt, um seine wahre Identität zu verheimlichen. Verstellt 15 Jahre lang. Nun, ich frage Sie erneut. Bitte nennen Sie dem Gericht Ihren Namen. Mein Name ist Jenny Yogi. Vor 15 Jahren war ich Gerichtsdiener in diesem Gericht. Jenny Yogi! Also haben Sie Robert Hammond umgebracht und haben versucht, Miles Edge auf diesen Mord anzuhängen? Ja, ich war's. Ich hab's getan. Ich war im Zeugenstand vor 15 Jahren.
Robert Hammond, er sagte, ich sei unzurechnungsfähig. Er sagte mir, ich sei dadurch unschuldig, ich würde so davonkommen. Also täuschte ich einen Hirnschaden vor. Ich war unschuldig, wirklich, aber er glaubte mir nicht. Wir haben den Prozess gewonnen, aber ich habe alles verloren. Meine Arbeit, meine Verlobte, mein Sozialstatus. Dann dieses Jahr, 15 Jahre später. Erhielt ich ein Päckchen, es enthielt einen Brief und eine Pistole. Der Plan war bis ins kleinste Detail genau festgehalten. Es war ein Plan für meine Rache an den Leuten, die mein Leben ruiniert haben. Mir war egal, wer ihn geschickt hatte. Ich dachte mir nur, das ist endlich die Gelegenheit nach 15 Jahren. Endlich eine Gelegenheit, mich an Robert Hammond und Miles Edgeworth zu rächen. Schau dir diesen Vergleich an. Ja, ist voll krass. Schau dir diesen Vergleich an. Richtig, sogar sein Bart ist... Ja, sein Bart ist anders. Ja, aber okay. Gut. Ich bedauere es nicht. Warten Sie! Rächen an Miles Edgeworth? Was meinen Sie damit? Darüber darf ich nichts sagen. Warum fragen Sie nicht Herr Edgeworth selbst? Ich gebe jedenfalls zu, Robert Hammond umgebracht zu haben. Von Karma, wo ist der Yogi? Und wo er das nächste Mal ist, das werden wir im nächsten Part erfahren. Ja, okay. Tschüss. Ciao.